Ist zwar nett, dass wir keinen Extraktor mehr brauchen, sondern alles hier drin machen können. Aber trotzdem, das mit der Opfergrube finde ich nicht so toll. Ich schicke da meine Imps lieber zum Futtern. Ah gut, wir müssen es ja nur hoffentlich 4 Missionen lang aushalten, so. Ich könnte schon mal hier weiter graben. Ne, ich lasse das mal. Ich habe wieder 40 Punkte, 40 Dings. Oh, du siehst ein bisschen kaputt aus. Da sollten wir jetzt mal Okkuli ausbilden. Damit die Okkuli den Trupp heilen können, dass wir sie wieder Materialien schicken holen können. So, was brauchen wir jetzt? Als nächstes hätte ich gerne mein Arcanium eigentlich. Und dann können wir auf die Rüstungen hinarbeiten. So. Das bedeutet... Holt mir Materialien. Wandelt Materialien um. Und ja, Okkuli sind fertig. Schaltet Trupp 2 frei. Ich weiß gerade gar nicht, was soll ich denn dann in den Trupp reinstecken. Eigentlich müsste ich vorher noch Höllenhunde freischalten, dass ich da Höllenhunde reinstecken kann in die beiden Trupps. Bevor wir da oben anfangen, Helden zu moschen. So, den kann ich schon mal eine Foltermarkierung geben. Oh, die Superkrieger hier sehen böse aus, die Level 3 Krieger. Die sehen nicht mehr so aus wie die Bauern von Level 1 Kriegern da. Zauberer, Kleriker, Bogenschützin, Kleriker, Kleriker, Bogenschützin. Ah, die dürften doch etwas härter sein dann. Ich glaube, ich schalte wirklich den Höllenhund mal frei. Der ist ja auch eine Schreatorium-Einheit. Sehr gut. So, wir haben Materialien für den Kult. Den wir hier nicht hinsetzen können. Heroes are entering your dungeon. Ah, Helden zum Foltern. So, weg mit denen. Gut. Können wir jetzt den Kult da... Ja, jetzt könnten wir den Kult da so reinsetzen, oder? Jo. Dann fehlt eigentlich wirklich nur noch das Arcanium und die, Schatzkammer und Schatzkammer und die Vorratskammer. Naja, eine Vorratskammer könnte ich hier doch... Hier noch anbauen. So, habe ich einen freien? Ja, habe ich. So, jetzt brauche ich noch einen Punkt für Arcanum. Ich würde vorschlagen, ich baue meine letzte Vorratskammer. Ist nur die Frage, baue ich die hier hin, dann ist der Weg zu kurz. Da werden meine ganzen Imps immer außen rumlaufen, um die Vorratskammer zu befüllen, anstatt die. Also werde ich wahrscheinlich da eine Schatzkammer hinsetzen. Also setze ich lieber hier die Vorratskammer hin. So, wie viele verschiedene Gebäude brauche ich denn noch? 3. Ich habe leider keine 3 Gebäude mehr, die ich bauen kann.
Ich hab nur noch das Arcanum und die Schatzgrube. Das ist doof. Was zur Hölle? Was war das da gerade? Hatte ich gerade einen Imp in meinem Dungeon? Warum zur Hölle hatte ich einen Imp in meinem Dungeon? Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. So, Okulier. So, geht trainieren. Kann ich auf die 9 verschiedenen Räume verzichten vielleicht? Das ist die gute Frage. Weil mir fehlt ehrlich ein Raum. Ich habe nur noch 2 Räume zu bauen. Das Arcanum und die Schatzkammer. Also, da habe ich jetzt schon. Weil mir halt der Extraktor fehlt. Ja, bei den Teufeln wäre das kein Problem. Ist. So, alle Truppen fertig. Ich glaube, ich schalte jetzt doch mal Waffen und Rüstungen frei. Und grade die erstmal ordentlich auf. Weil das bringt, glaube ich, auch wieder die EC-Points. Jedenfalls kriege ich die beiden die EC-Points wieder rein, die ich gerade rausgegeben habe. Feindeinfall. Say hello to the boys back home, dead one. Tatsache, hier ist noch irgendein anderer Dungeon. So, ich kann jetzt das Arcanum freischalten. Wir sind hier nicht alleine dieses Mal. Sehr komisch. Also nicht haha komisch, sondern Mist komisch. Ja, es fehlen noch 3 Räume. Fallen habe ich noch gar keine gebaut, aber ich kann mit Ball mal welche machen. So, das dürfte etwas helfen. So, Trupp 1 ist vollständig ausgerüstet. Rüsten wir auch mal Trupp 2 aus. Und schicken für beide einen Imp zum Verbrennen los. Warum kommen hier so viele Gegner auf einmal rein? Ich kapiere das gar nicht. Ich meine, den gegnerischen Dungeon sehe ich, glaube ich, hier gar nicht. Nö. So, Trupp 1 ist fertig. Den können wir dann gleich mal wieder losschicken. Vielleicht sogar auf eine etwas stärkere Materialmission. Und Trupp 2 hat noch keinen getoasteten Imp gekriegt. Obwohl, ich glaube doch jetzt. Ja, jetzt haben sie einen getoasteten Imp gekriegt. Dann kann ich die auch mal losschicken auf eine 1er Materialmission. So. Ein Archivist. Wieder ein Feindeinfall. Das ist doch echt nervig, dass da ständig Feinde reinkommen wollen bei mir. So, 3 Punkte. Nee, ein 4. Punkt brauchen wir noch für den Dunkelzwerg. Ich könnte mir auch die 4 Punkte für den Trollidon sparen eigentlich. Und nur auf Dunkelzwerge gehen.
Das wäre auch eine gute Idee. Dann baue ich halt den Monsterbau als Schatzkammer. Helden. Beschützer Mechaniker. Wieder was zum Polster. Sehr schön. So, wir haben das Arcanum freigeschalten. Das kommt dann einfach mal hier hin. Da passt es nämlich haargenau rein. Eat, sleep, slaughter, eat, sleep, slaughter. Und wieder ein Pfeil, dein Fall. One of the attacking minions had a map on him showing a location close by. Hellchild, Velvet's minions might have a clue as to the whereabouts of the beer drinker. One of the attacking minions had a map on him showing a location close by. Okay. Verdichte die Basis. Schicke einen Überfall zum Angriff auf das Hauptquartier, das auf der Weltkarte markiert ist. Erst einmal aber Zwerge freischalten. Wo ist das Hauptquartier? Da. Schreckensfürst, Berserker, Recke, Priester. Der Priester muss weg. Aber ich hoffe mal, das schaffen meine. Schafft bei einer Squad. So, Priester ist weg. Das macht die Sache schon mal für uns einfacher. Das Schlimmste, was hier ist, ist der Schreckensfürst. Deswegen helfe ich mal ein bisschen und blitz den. How very disappointing. The beer drinker must have fled. But on the bright side, Velvet thinks he knows the wrongdoer's name. The minions found a letter from someone called the Dragoon, addressed to one Baron Malister Cruelly. Didn't you mention killing a Mr. Cruelly shortly after entering this world? If so, you failed, and it isn't Velvet he's after, but you. Not to worry, little Hellchild. Velvet will help you to make things right if Mr. Cruelly ever shows his ugly snout again. Wow, wir haben sehr viel Gold gemacht, das ist schön. Und Beute, heilige Kacke. Das heißt, wir können jetzt einen zweiten, einen neuen Squad ausheben. Dunkelzwerg. Können wir hier noch was raushauen? Ja, ein Skelett. Ein Skelett. Ein Dunkelzwerg, ein Skelett, ein Höllenhund und ein Oculus. Für den neuen Trupp. Dunkelzwerg, Höllenhund, Skelett, Oculus. Trainieren. So, Squad 1, Squad 2 und Baal mal hier hin. Und wir brechen jetzt hier durch. Ja, den Trolledon, die Einheiten brauche ich wahrscheinlich gar nicht. Wenn ich nämlich die Einheiten alle noch einmal ausrüste, dann kriege ich auch die beiden Punkte. Sehr schön. Oh, Helden zum Foltern, bitte. Und ich brauche Ball kurz hier, dass er mir neue Imps macht. So. Au. Das war eins bei der Scheusale. Und der Krieger, der haut auf Baal drauf. Okay. Scheusale wird durch Skelett ersetzt, weil ich finde die Skelette irgendwie cooler als die Scheusale. So, und die, der Trupp hier wird erstmal ordentlich aufgebritzelt. So, und dann wandeln wir mal schön Pilze wieder um in Materialien. Packen die hier in Squad 2, porten die hierher. Und hier fehlt übrigens auch noch.
Eine Waffe. So. Wenn du upgraded bist, dann machen wir hier weiter mit unserem Befreiungskreuzzug. Hauen wir den allen den Schädel ein.